mit 3200 Kubik, 85 PS und 6 Zylinder. Wird pilotiert von Christian Schoch mit Co-Pilotin Maike Haferkamp. Nächstes Auto Nummer 10, ein Iris Speed 20 Special von 1934 mit 2700 Kubik, 80 PS und 6 Zylinder. Wird pilotiert von. Ein Ride 2 Sports Eaters von 1938 mit 2500 Kubik, 87 PS, 4 Zylinder. Wird pilotiert von Gerhard Herzog mit Co-Pilotin Gertrud Herzog. Und das nächste Auto schon, Nummer 15, ein BMW 328, ein besonderes Auto, Magic Numbers, das heißt also sehr im Originalteil. Von 1938 mit 2000 Kubik, 80 PS und 6 Zylinder, wird pilotiert von Josef Panis und Gabriele Bürger. Nächstes Auto Nummer 17, ein MG Typ A von 1957 mit 1600 Kubik, 75 PS und 4 Zylinder, pilotiert von Carlo Hasenöhr und Co-Pilot Philipp Hasenöhr. Nummer 18. 20 von 1951, 2500 Kubik, 112 PS, 6 Zylinder. Pilotiert von Jürg Eichhorn und Moritz Eichhorn. Zeichnet sich aus durch eine elegante Karosserie von 1957 ist das Auto mit 2451 Kubik und 118 PS. Pilotiert von Ralf Geuter und Günter Port. Als nächstes Nummer 21, ein BMW 507 von 1957 mit 3200 Kubik, 140 PS und 8 Zylinder. Und dahinter auch ein BMW 507 von 1957 mit 200 Kubik, 150 PS und 8 Zylinder. Pilotiert werden die Autos von Nummer 21 von Manfred Feldhaus und Monika Aufbruch, beziehungsweise von Peter Pertalanfi und Gertrud Umili. Ganz besondere Autos, die sogar den Verhältnismeister gefallen haben, der sich dabei eines zugelegt hat. Nächstes Auto Nummer 25, ein Alfa Romeo 2000 Touring Spider von 1959 mit fast 2000 Kubik und 110 PS und 4 Zylinder. Pilotiert von Thomas Zipfler. Von 1963 mit 2700 Kubik und 210 PS, 4 Zylinder, pilotiert von Matthias Hubler und Co-Pilot Udo Fuchs. Nächstes Auto, die Nummer 28, ein Austin Healey Sprite von 1960 mit nicht ganz 1000 Kubik, 44 PS und 4 Zylinder. Pilotiert von Sepp Heinzel und Susi Heinzel. Nummer 29, das nächste Auto, ein Porsche 356 B 1600 von 1961 mit 1900 Kubik, 115 PS und 4 Zylinder. Nummer 30, ein Porsche 356 GT5 Coupé von 1961 mit 78 PS und 4 Zylinder von Ottmar Weise und Marlies Weise pilotiert. Nummer 32, ein BMW 3200S von 1963 mit 3200 Kubik und 160 PS, 8 Zylinder.
Stelthaus in Wiesenschäftlau. Von 1963 mit 1600 Kubik und 95 PS 4 Zylinder. So, Nummer 27 ist die Motorrad. Maserati 3500 GT Vignale Spider. Ist eines von nur 240 gebauten Maserati Vignale Spider. Von 1960 mit 3500 Kubik und 250 PS und 6 Zylinder. Dann kommt die Nummer 34, ein Mercedes-Benz Agare 230 SL von 1964 mit 2300 Kubik und 150 PS, 4 Zylinder, floriert von Thomas Nahtschläger und Axel Nahtschläger. Nummer 35, das war die Kubik-Kontrollschulung. Von 1962 mit 1300 Kubik, 36 PS und 4 Zylinder. Nummer 36, ein Porsche 256 SC von 1964 mit 1600 Kubik und 100 PS. Nummer 37, ein Mercedes-Benz 230 SL von 1964, 2800 Kubik und 200 PS mit 6 Zylinder. Von Nummer 38, ein Maserati Mistral, den der Fahrer den Spitznamen Lieber gegeben hat, weil er ein Was-Tennis-Wort hat, das er vorschreibt. 1966, Baujahr, aus Kubik 250 PS und 6 Zylinder, also die Italiener wissen schon, wie man Autos baut. Pilotiert wird die Nummer 38, der Maserati. Nächstes Auto, Nummer 39, ein LG Type B GT von 1967 mit 1800 Kubik und 95 PS, 4 Zylinder, auch ein Matching Numbers, also ein Auto, das mehr oder weniger im Originalzustand ist. Pilotiert wird das Auto von Astrid Bott und Popelot Günterholt. Nummer 40, das nächste Auto, ein MG Type C GT von 1968 mit 3000 Kubik, 145 PS und 6 Zylinder. Das folgende Auto, Nummer 42, ein MG C GT Serie mit 3 Doppelweberparagraphen von 1968 mit 2900 Kubik und 201 PS. Pilotiert von Andreas Tremmel und Elisabeth Frigo. Gefolgt von Nummer 43, ein Jaguar E-Type Open Two-Seater von 1969 mit über 4000 Kubik, 265 PS und 6 Zylinder. Wird pilotiert von Frank Hensel und Co-Pilot und Theodora von Wittgenstein. Ein Alfa Romeo 1750 GTV von 1969 mit 1800 Kubik, 132 PS und 4 Zylinder. Und gleich darauf die Nummer 45, ein MGC GT Serie von 1969 mit 135 PS und 6 Zylinder. Gefolgt